herzlich willkommen zur großen Pressekonferenz des Borger VC. Heute Heimspiel gegen den DJK Westen. An meiner Seite Vizekapitän Sören Lamprecht und heute so gefühlter Interimstrainer. Und zu meiner anderen Seite, jetzt habe ich es echt vergessen, Mats Wortmann. MVP vom DJK Westen. Und der Gast hat auch das erste Wort. Sag mir mal zwei Worte zum heutigen Spiel. Also, ihr habt eine super Halle. Unsere kommt nicht annähernd daran. Und ich habe den MVP-Titel eigentlich nicht verdient. Das ist unser Zuspieler gewesen, meiner Meinung nach. Unser Diagonal definitiv nicht, der ist schwach. Sag mal die Nummer, der ist der Diagonale. Der Sechser. Das war nix. Das war nix. Ja, Sören, teilst du die Einschätzung? Ja, vorweg erstmal, bevor ich auf deine Frage antworte, liebe Grüße an unseren verletzten Mitspieler, Stefan Bittigau. Leider gab es im ersten Satz unfreiwilligerweise eine etwas längere Verletzungspause mit Notarzteinsatz in der Sporthalle. Soweit ich mitgekriegt habe, geht es ihm aber einigermaßen gut. Wir haben noch keine Informationen. Die Kniescheibe hat es wohl ein bisschen rausgezimmert. Dahingehend erstmal gute Besserung. Ansonsten kann ich dir die Anmerkung von Herrn Wortmann eigentlich so wiedergeben, wie er sie getroffen hat. Ja, Diagonale war echt nicht, vor allem Aufschlag war sehr schwach. im Aufschlag hat er schon sehr gut gemacht. Ja, vor allem im fünften Satz zimmert er uns da ein paar Dinger rein, wo einfach die Annahme eben doch pennt und sich nicht darauf einstellt, dass da jetzt ein paar harte Springer kommen und auf der Höhe steht, als ob sie Floaties annehmen. Ansonsten ja, Glückwunsch an Berlin für den Sieg. Wieder mal haben wir uns selbst geschlagen mit den diversen Eigenfehlern, die irgendwo ein bisschen unverständlich sind, an denen wir arbeiten müssen. Das Gute ist, wir haben wieder gesehen, dass wir mithalten können, wenn wir einen klaren Kopf bewahren. Aber da gilt es halt dran, dass jeder Spieler eben individualtaktisch an sich arbeitet, um eben den Druck vor allem an der Aufschlaglinie gewachsen zu sein in der Regionalliga. Und ja, wir haben jetzt nächste Woche Spielpause, da können wir zwei Wochen gut im Training arbeiten. Und dann geht's Richtung Westpolen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Da gilt es dann drei Punkte mitzunehmen. Ne? Kann ich den Namen noch einmal erfahren? Von dem Herrn, der sich verletzt hat. Stefan Bittichkow. Okay. Liebe Grüße von uns, gute Besserung. Liebe Grüße auch vom DJK Westen. Genau, Kniescheibe. Gute Besserung vom DJK Westen. Genau, eine Frage habe ich noch an dich. Ich meine, ich bin hier nur ehrenamtlich tätig als Pressesprecher. Von daher habe ich mir heute keine besonderen Fragen einfallen lassen. Das ist einfach die gleiche Frage, die ich jetzt in der Hinrunde schon vielen Mannschaften gestellt habe. So etwa die Hälfte der Hinrunde ist rum. Wie seid ihr zufrieden und was ist der Ausblick? Der Ausblick? Fängst du hinten an? Ich fange hinten an. Der Ausblick ist auf jeden Fall, dass wir ähnlich spielen wollen wie bisher, und zwar nicht von der Leistung her, sondern rein von der Stimmung her. Das ist ein ganz klares persönliches Ziel auch. Was die Ziele der anderen sind, habe ich keine Ahnung. Denke ich mir auch häufig im Spiel, dass ich immer denke, was war da jetzt das Ziel dahinter? Ich erinnere da jetzt gerade an einen Ball von unserer Mitte, der den zweiten Ball unten ins Netz geschlagen hat. Zeig mal mit dem Finger drauf. Oder ein anderer Außenangreifer, der den zweiten Ball leicht zu baggern in die Mitte rüberpritscht, wo ich immer denke, was habt ihr für Ziele? Aber das ist ja nicht so wichtig, sondern wichtig ist, dass wir vor allen Dingen von der Stimmung her ähnlich bleiben wollen. Wir arbeiten auch daran, unsere eigene Halle nicht so kacke zu finden. Das hilft aber nicht, wenn wir dann in so einer Halle sind, die wirklich sehr, sehr schön ist. Den einzigen Nachteil, den ich an dieser Halle sehe, ist, dass der Lautstärkepegel durchaus gewöhnungsbedürftig ist für jemand, der das sonst nicht hat. Aber wir haben halt auch keine Fans, deswegen kennen wir das einfach nicht. Nichts Neues im Westen, ja. Ja, und der Blick zurück, wie ist das Ding jetzt angelaufen bisher? Bist du zufrieden? Ich bin zufrieden, würde ich sagen. Es gibt eigentlich weitestgehend positive Stimmung in der Mannschaft. Die Spielleistung tritt für mich da in den Hintergrund. Ich bin eigentlich sehr zufrieden bisher. Wir könnten ein bisschen mehr Bier trinken ab und zu, aber wir sind dann doch eine nicht so richtig trinkstarke Mannschaft, würde ich sagen. Also dazu, zu diesem Titel fehlt einfach noch ein bisschen was.
Also ich glaube, da können wir euch ein bisschen zeigen und ranführen, wie das funktionieren kann. Also wir haben ja auch einen ganz starken Getränkelieferanten, der uns hier mit schönem Bier beliefert. Ihr habt Berliner Pilsener, wir haben hier durchaus auch Flensburger mit schöner Küstengerste gebraut. Das steht auch hier pressewirksam zur Verfügung. Du kannst gern mal kosten. Sören. Sören trinkt ihr Leihkeim, und weil wir jetzt vielleicht so ein bisschen abgeschwiffen sind, machen wir es doch einfach mal auf dieser Tour weiter. Was ist dein Favorit? Leihkeim oder Flensburger? Also, dass du mich als gebürtige Magdeburger fragst, wie ich Flensburg finde, das grenzt ja fast an Beleidigung. SCM hat ja diesen Spieltag Pause, aber nichtsdestotrotz Spitzenreiter in der ersten Hand bei Bundesliga. Flensburg hinter uns. Erster FC Magdeburg, heute auch wieder 2-0 gewonnen. Ja, Spitzenreiter in der dritten Liga. Nur leider der große Burger VC eben nicht. Aber gut, das kriegen wir auch noch hin. Also mit dem Leihkeim kann ich eigentlich ganz gut leben. Dass die Berliner nicht trinkfest sind, das kann ich durchaus nachvollziehen, wenn ich mir die Brauereien in der Hauptstadt angucke. Aber gut, also ihr könnt gerne hier mal zum Trainingsspiel vorbeikommen. Wir trainieren immer freitags, das ist ganz gut. Da könnt ihr 2 Tage mit uns dann noch durchtrinken. Ich glaube, das wird eure Leber dann auch gebrauchen. Wir sind da eher die etwas trinkfesteren. Ansonsten, ich mag eigentlich Bier. Ne? Schmeckt gut. Find's auch mal witzig, dass die Pressekonferenz mal in die Richtung gelenkt wird. Carsten, was trinkst du denn gern? Milch oder? Warme Milch mit Honig. Aber zurück, ich habe hier noch, das ist neu. Ich habe jetzt hier einen Spickzettel draufgeklebt bekommen, weil ich sonst immer die Daten durcheinander bringe. Und ich möchte gerne die nächsten Spiele ankündigen. Das ist am 20.11.2021 auswärts beim TKC Wriezen um 19 Uhr. Das ist echt spät für uns, aber vielleicht verirrt sich der ein oder andere Fan von der Kreishauptstadt von Miericher Land in fast so die östliche Provinz, was man von hier aus sich denken kann. Und dann nächstes Heimspiel, ganz wichtig ankreuzen im Kalender, 28.11., 15 Uhr, Heimspiel Novum, das gab es hier noch nicht, gegen die SG Rotation Prenzlauer Berg. Vielen Dank, bis dahin, macht's gut, gute Heimreise.